Leute, willkommen zu einem weiteren extrem leichten Platin oder 1000 Gamerscore Guide, heute mit Minnie und Mickey. Das Game kostet 5 Euro im Store und die PlayStation Versionen sind Cross-Buy, also könnt ihr Doppel-Platin holen für PS4 und PS5. Das Ganze wird ungefähr 8 Minuten dauern und wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel, wählen Easy aus und irgendeine Jahreszeit, es ist völlig egal welche ihr nehmt, die Levels sehen halt dann anders aus. Und wir steuern hier zwei Figuren gleichzeitig, mit dem linken Stick das Mädchen und mit dem rechten Stick dieses Vieh. Und ja, wir gehen dann erstmal nach oben. Und hier haben wir den ersten Schalter, da stellen wir eine Figur drauf, dann öffnet sich die Tür hier und wir können nach rechts laufen. Dann haben wir hier einen Handschuh, den sammeln wir ein, der gibt uns auch gleich ein Achievement. Damit können wir dann Blöcke verschieben und das haben wir gleich hier. Genau, da ist ein Rätsel, da müssen wir die Blöcke jeweils auf diese Schalter draufstellen. Und dann laufen wir mit dem anderen Charakter mit, damit wir auch das Level komplett sehen. Und hier ist der nächste und letzte Block, den wir verschieben müssen. Es gibt ein Achievement fürs erste Puzzle. Und hier ist ein silberner Schlüssel, den sammeln wir ein, die brauchen wir öfter. Und hier oben befindet sich gleich noch einer. Danach können wir wieder zurückgehen, dort wo wir hergekommen sind, weil hier haben wir jetzt gerade nichts mehr zu tun. Also laufen wir wieder hoch, schön nach links. So, und jetzt können wir da oben lang. Da müssen wir erstmal wieder hier das Tor öffnen. Mit dem Schlüssel. Und dann gehen wir nach oben. Und hier sehen wir schon die ersten Gegner. Hier ist wieder so ein Puzzle. Das machen wir jetzt schnell. Also wieder Blöcke auf diese Schalter draufstellen. Ganz easy. Und dann öffnet sich da unten links eine Tür. Beziehungsweise in der Mitte links und dann gehen wir erstmal durch. Teilweise ist es ein bisschen schwer, zwei Spieler gleichzeitig zu steuern. Ihr könnt aber auch mit einem Freund zusammen zocken. Das Spiel hat einen Zwei-Spieler-Modus. Also ganz cool. Und hier haben wir wieder so ein Schieberätsel. Auch ganz einfach. Es gibt gar keine schweren Rätsel in diesem Spiel. Das ist alles im gleichen Prinzip gehalten und total einfach für Kinder halt. Und oben öffnet sich jetzt die Tür. Gleich kriegen wir ein neues Item. Da können wir auch angreifen. Das ist dieses Amulett hier. Achievement gibt es dabei auch. Und wenn ihr jetzt L2 mit dem Mädchen drückt, könnt ihr so Steine werfen oder irgendwas. Und R2 oder RT auf der Xbox, wenn ihr das drückt, dann könnt ihr mit dem anderen Vieh eben so einen Rundumschlag machen und Gegner eben töten. Hier haben wir einen goldenen Schlüssel. Der gibt uns ein Achievement. Brauchen tun wir sie aber nicht wirklich. Wir brauchen nur die silbernen. Und jetzt laufen wir einfach wieder ganz zurück, wo wir eben waren. Hier stellen wir uns wieder auf den Schalter, damit der eine durch kann. Dann auf den Schalter wieder, damit der nächste durch kann. Und unten ist jetzt so ein Schieberätsel und ein paar Gegner. Hier töten wir die Gegner und bekommen ein Achievement. Rechts hat sich da eine Tür geöffnet und wir können uns dieses Herz schnappen. Das Schieberätsel müssen wir nicht machen, weil das ist einfach nur da, damit wir links da diese Kiste öffnen können. Die brauchen wir aber nicht. Also wird sie ignoriert und wir laufen wieder zurück in den Hauptraum. Und da sind ja diese Gegner. Da gehen wir jetzt hin, drücken hier auf den Schalter, töten einen Gegner. Und jetzt gehen wir mit der Frau mal rein. Lass uns einmal treffen, damit wir ein Leben verlieren. Also ein Herz und sammeln dann im Gebüsch Items ein, um uns wieder zu heilen. Und bekommen die Trophäe Heal. Und dann öffnet sich hier oben, nachdem wir alle Gegner getötet haben, dieser Durchgang. Hier unten exekutieren wir diese Gegner. Puff, puff, puff. Und laufen dann da hoch. Hier müssen wir das Schieberätsel lösen. Aber auch wieder total einfach. Falls ihr mal ein Rätsel irgendwie verkacken solltet, dann könnt ihr einfach aus dem Raum rausgehen und dann wieder rein und dann hat sich das Rätsel zurückgesetzt. So, jetzt öffnet sich da unten was und hier können wir uns ein Ausdauer-Item holen und bekommen wieder ein Achievement. Dann gehen wir nach rechts weiter, drücken wir auf den Schalter, damit eine Person durch kann. Und hier unten haben wir wieder das Rätsel hier, lösen wir schnell. Dann bekommen wir auf der rechten Seite gleich einen weiteren Silberschlüssel.
So, den schnappen wir uns. Und dann können wir auch wieder zurückgehen. Mehr brauchen wir hier nicht. Also komplett zurück in den großen Raum, den wir vorhin hatten. Und jetzt gehen wir nach oben und da ist ein Bosskampf. Da nehmt ihr am besten den blauen und schlagt die ganze Zeit drumrum. Der ist nämlich immun gegen irgendwelche Attacken von Gegnern oder auch gegen Fallen. Mit dem könnt ihr alles machen. Die einzige Person, die hier Schaden nimmt, ist immer die Frau. Und jetzt haben wir den Boss besiegt und haben das Gem of Power erhalten. Was das genau ist, weiß ich nicht. Habe ich gar nicht ausprobiert, aber es ist halt da und man braucht es. So, jetzt gehen wir nach rechts vom Bossraum aus. Und wir sehen, dass der immun ist. Und oben haben wir die Tür jetzt geöffnet. Laufen da oben rein. Hier müssen wir alle Gegner töten. Im ersten Raum sind es 3 Stück. Einen haben wir, 2 und oben ist noch einer. 3. Dann gehen wir mit einem Charakter auf den Schalter, mit dem anderen durch, töten die Gegner. Und oben ist noch ein Schalter und lassen damit den zweiten Charakter durch. Da ist ein Schieberätsel, das brauchen wir nicht. Wir gehen einfach nach rechts. Und das Rätsel müssen wir schnell lösen. Hier schieben wir einfach den Block nach links, den anderen nach rechts. In der Mitte ist noch einer, den wir verschieben müssen. Und das gleiche nochmal oben. Wieder mit 2 Blöcken. So, damit haben wir oben den Durchgang geöffnet. Und hier links seht ihr wieder einen Schalter. Da stellt ihr euch drauf und tötet alle Gegner, die hier unten in diesem Raum sind. Jetzt haben wir Zugang zum Raum rechts. Und das nächste Schieberätsel. Weil wir brauchen diesen Silberschlüssel. Wenn ihr hier wieder verkackt, könnt ihr wieder einfach aus dem Raum raus und wieder rein und dann setzt sich das Ganze hier zurück. So, Schlüssel geholt, jetzt können wir wieder zurücklaufen. Das heißt komplett wieder zurück. Wir laufen jetzt in den Bossraum wieder. Ah, da habe ich mich ein bisschen mit der Steuerung schwer getan, aber es hat doch geklappt. So, hier müssen wir nach links. Und hier ist wieder der Bossraum. Jetzt gehen wir aber nach oben. Und rechts sehen wir gleich einen Schalter. Hier an der Ecke. Und dort gehen wir mit dem blauen Charakter durch. Also ich bin mit dem blauen Charakter durch. Aber ihr könnt natürlich auch mit der Frau durch. Es ist völlig egal, weil mit beiden Charakteren kann man alles machen. Und ja, jetzt kommen wir zum letzten Achievement. Gleich müssen wir noch einen zweiten Boss töten. Der befindet sich da oben. Wir sehen den Durchgang nur noch nicht, weil wir den blauen noch nicht dahin haben. Genau, jetzt öffnen wir mit dem Silberschlüssel dieses Türchen hier. Und dann haben wir diesen Gegner, den müssen wir ausweichen. Und immer wenn er stehen bleibt, mal kurz abschießen. So einfach geht das. Jetzt hat er mich einmal getroffen, aber er ist auch tot. Das ist das Achievement für den Boss. Und wir kriegen auch gleich Platin hier. Und theoretisch geht das Spiel auch noch weiter. Wir haben jetzt eine neue Waffe unten, die Pickaxe. Aber wir benutzen sie jetzt nicht, weil wir haben ja Platin und yo. Also danke Leute fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Spiel oder das Video gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Guide. Haut rein und bis bald.